Dann wäre ich ja noch weiter weg jetzt. Ich glaube, während man läuft, dreht sich die Map irgendwie. Ja, habe ich das Gefühl. Nee, das kann ich sagen. So wie letztens auch, ne? Mit Black Scorpion und Manu, wo die zu uns kommen wollten. Ich weiß, warst du da dabei in der Aufnahme? Weiß ich nee. Nicht. Da wollten die zu uns und waren irgendwo am Airfield und wollten auch nach Zilerno oder Stari oder ich weiß es nicht mehr. Und die haben sich so krass verlaufen, die waren hinter einer Küste unten. Und die haben es beide, können sie ja, nicht erklären. Ja, das hast du mal erzählt. Ja. Können sich beide nicht erklären, wie das funktioniert, wie das passiert ist. Jetzt stehen zwei Zombies auf der Wiese. Ja. Ja, das ist jetzt seltsam hier. Ja, aber ich bin jetzt Kamenka, ich bin ganz links und laufe jetzt hoch zur Military Base. Ja, ja, ja. Das wären die. Aber hier, das sind viel zu viele Hochhäuser hier. Also wenn so viele sind, dann ist das echt, ne, dann ist das also nicht Scherno an sich, dann ist das Schapest. Novoselski oder sowas. Genau. Was ist das? Aber wie komme ich denn da hin? Ich bin gerade an Green Mountain vorbeigelaufen. Mal kurz, wie weit ist denn hier? Bein so schnell? Vor allem, du musst ja nach links auch war gelaufen ja sein, ne? Ich war ja Pogorevka, habe ich ja so das Eingangsschild gesehen. Vielleicht gibt es da oben doch noch Hochhäuser und ich... Lauf doch mal hin einfach zu den Hochhäusern und schau mal, ob es da ein Schild gibt. Noch ein ja, Schild, ich oder? Guck jetzt hier gerade mal bei den anderen Schildern. Hier hast du Verkehrsschilder. Ja. Das ist echt krass. Weil wir, als würden wir das erste Mal das Game zocken, ne? Wir sehen Hochhäuser und können nicht mal zuhören. Hier geht's nach 3 Kilometer nach Balota. In welche Richtung, wenn du drauf guckst? Nach rechts und eben nach... Was ist denn das? Nach rechts. Und du guckst von oben quasi auf die Hochhäuser. Von nach links geht's nach Balota. Achso, nach links jetzt. Und Schapoyevsky ist 1 Kilometer nach rechts. Ach du Scheiße. Was? Schapoyevsky? Ja, Schapoyevsky. Dann bist du... Ah, Steh, dann bist du hinter mir mittlerweile. Wie können wir denn so einfach noch vorbeirennen? Das geht ja gar nicht. Was mach ich denn? Ich laufe erstmal zur Military Base jetzt durch. My body feels wet. Wenn nicht, müssen wir nochmal zurück. Dann komme ich dann zurück, dann müssen wir uns nochmal Komorowo oder sowas... Ich kann da jetzt nicht bei den ganzen Hochhäusern langlaufen. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Tja, dann musst du vielleicht zur Küste und das ist dann immer noch der einfachste Weg. An der Küste und dann einfach vor Lothar vorbei, Komorowo vorbei. Dann können wir uns Komorowo oder sowas treffen und dann... Das gibt's nicht. Ey, wie kann man von Pogorevka auf einmal ganz im Süden sein? Ja, wie bei mir. Ich auch völlig in den Süden verlaufen. Das ist... Ich laufe von Balota hoch und komme auf einmal links neben Balota wieder raus, also... Geht dann nicht. Verstehe ich nicht. Oh Gott, Alter, die Leute werden uns ja wahrscheinlich jetzt zuhaten und zuflamen. Mich würde mal echt interessieren für die Leute, die das jetzt hier gesehen haben, ob die das, während ich gelaufen bin, quasi schon gesehen haben, dass ich mich völlig verlaufe und dass ich gleich unten rauskomme. Ob das für alle jetzt so offensichtlich war und ich das bloß nicht gecheckt habe. Oder ob jetzt ein paar von euch echt überrascht waren, dass ich jetzt echt unten Kamorowo rauskam. Balota laufe ich nordwärts und komme auf immer links von links wieder raus. Das würde mich mal interessieren, ob ich jetzt der einzige Idiot bin, der das hier nicht peilt. Mann. Bin ich denn in den Ort hier nicht? Monobacke, irgendwas? So, wofür können wir wegstecken, kann man schneller laufen hier. Monobacke ist er. Wäre Mogilevka. Monohebacke. Ich verstehe die Schilder hier nicht. Kann ich jetzt nicht helfen. Wäre Mogilevka. Ich hoffe, ey, wehe, ich komme jetzt hier gleich Elektro raus, wenn ich jetzt hier hochrenne. Ich jetzt nordwärts die eine Straße hoch. Es führt nur eine verdammte Straße hoch. Wenn die mich jetzt nicht zur Military Base bringen, dann, ne, dann gibt es ja Kontinentalplattenverschiebung auf der Karte einfach. Dass sich hier die ganze Map ständig verändert. Levolution. Meine quasi. Fühlt sich damp. Damp ist was? Nass? Damp ist komplett durchnässt, ja. Das muss echt an dem Outfit liegen, war bei mir erst nix. Ich bin nicht mal angefeuchtet, habe ich die Meldung. Das ist der Hammer und ich laufe die ganze Zeit durchs Pistol. Das ist Scherno, ich gehe kaputt, ey. Oh, jetzt seh ich die Hochhäuser von Scherno. Also laufe ich jetzt hier komplett immer Querfield ein. Läufst du jetzt wirklich Querfield über den Airfield, ne? Querfield ein. Du kannst ja, also bei Lothar waren Schießerei und so, also da würde ich echt... Vielleicht da ganz vorsichtig.
Aber erstmal hier, ne, Augen auf uns. Wir sind jetzt gerade vor der Military Base und ich habe Angst. Das letzte Mal, wo wir hier waren, haben wir zwei Spieler gesehen. Ist schon ein Weilchen her, das sind schon ein paar Folgen her. Zwei Spieler haben wir getroffen. Und wir wollten das letzte Mal schon mit Tactical Viper und Didi der Denker wollten wir eigentlich hier hin, das weiß ich noch. Bloß natürlich haben wir uns, wie soll es anders sein, verlaufen. Und sind woanders rausgekommen. Hm, so wie jetzt. Da war es so ähnlich. Wir sind von oben, wollten wir nach zur Military Base von Celerno. Hm. Und sind dann Balota oben rausgekommen, zwischen Chan und Balota. Auf einmal. Waren wir da und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir Balota rein und blocken uns dann aus. Ja. Also ich bin echt nicht der Einzige. Und Tactical Viper hat schon gemeint, der hat ordentlich Ahnung und der weiß eigentlich, der kennt die Map. Also so krass habe ich ja jetzt aber auch nicht. Vor allem, weil ich ja wirklich an Green Mountain, ich habe ja die Antenne da gesehen und dann bin ich hier innerhalb von 3 Minuten auf einmal hier kurz vor Chernobyl. Ja, das ist echt mysteriös. Das ist sehr komisch. Die Folge wird so heißen. Platten, ja, wie nennt man das? Kontinental? Nee, wie nennt man das, wenn sich die Platten verschieben in der Erde? Na, Kontinental-Plattenverschiebung oder nicht? Oder war das richtig? Okay. So heißt die Folge. Ich hab ne Waffe mit einem Schuss. Die ist aber wirklich durchgeladen, hoffe ich, oder? Bisschen Angst. Nee, ist nicht. Nee, ist doch, ist eine Kugel drin. Scheiße. Ich brauch ein Magazin. Lauf man jetzt am dümmsten erstmal das Haus vielleicht rein? Aufs Dach, kurz von oben rüber lucken? Außensicht, Insicht. Könntest du auch kurz auf mich warten und wir machen das zusammen. Ja, ich setze mich jetzt hier nicht in Warte. Möchte auch gerne mal Military Bases sehen. Ja, können wir ja. Ich bin ja noch erstmal in diesem Hochhaus hier, das daneben ist. Da gehe ich langsam durch. Wenn du durchrennst, ne, bist du ruckzuck da. Jetzt ist meine auch durchnässt mittlerweile. Gut, wir sind erstmal trocknen. Ganz wichtig, neuer Hut. Cowboy-Hut, ich bin echt der Country-Boy. Ja, das bist du, Rico. So. Western-Style. Oh, lecker. Crunch-Chips Western-Style, die geilsten Chips ever. Oder Nicknacks Barbecue, schmecken so ähnlich, aber sind zu teuer. So, mal sehen, da hab ich eine ganz gute Alternative gefunden. Ja. Okay, welche? Bei Lidl. Für 99 Cent. Ach was? Ja, die schmecken fast wie Nicknacks. Fast. Ja. Halt wirklich nur fast. Aber die schmecken. Okay. Das sind die besten billig umhüllten Nüsse, die ich bis jetzt gefunden habe. Krass. Zum Low-Budget-Price. Rewe, Netto, Edeka. Ein Lidl. Du gehst bei dir raus. Ja, gehst aber du links, gehen da nie hin. Links und dann geradeaus und dann bist du da. Ich weiß, wo. Ja. Das ist zwei ich weiß, Minuten so Laufweg. Lidl ist, aber wir gehen da nie hin. Wenn wir einkaufen, ist es meistens, wenn wir zusammen Feierabend zum Beispiel haben. Bei Netto gegenüber, weil das direkt gegenüber ist. Dann Netto siehst ist du halt wenigstens. Ohne Scheiß, ich kann aus dem Fenster gucken und sehe, wie der Traffic da drin ist, wenn die Kasse frei ist, rein ich schnell hin. So läuft das. Mit vergammeltes Obst hier ohne Ende. Ja, und wenn du hinten raus Fenster hättest, könntest du den Lidl sehen. Ja, gut, das stimmt. Ah, ist der. Was ist denn das? Badly Damaged hier, die Jacke ist ja ekelhaft. Was ziehen wir doch nie an? Oh, was ist denn hier? Ah, voll Teufel, ey. Voll Teufel, Junge. Ist das jetzt eigentlich ratsam? Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist schon ein paar Vitamine zu schlucken. Vielleicht, weil ich ja nass wurde oder erst, wenn ich krank bin. Oh, ein Nisat, das ist erstmal noch gut. Da habe ich Vitamine überhaupt einstehen. Pristine, den geht super. Das ist eine Warn, das ist auch okay. Ich habe Skatkarten. Ah. Painkiller. Was? Ich kann ein Nisat nicht für den Cowboy-Hut nutzen. Oder muss ich das erst hier reinziehen? So. Ne, geht nicht. Na, leck mich doch. Egal. Ist nicht weiter wild. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um noch in dem Haus. Kann ich die Tür da schließen? Nee, ne? Na, was teste ich mal? Ich würde die Tür ganz schließen da vorne. Ich habe ein bisschen Schiss hier drin. Geht. Doch. Doch, geht. Klasse. Sehr schön. So. So, dann müsste ich dann da sein bei Balota an dem Krankenhaus. Okay. Also da, was ist an dem Krankenhaus? Zumindest auf der Karte hier so ein
Da ist der Airfield, den sehe ich jetzt. Da geht jetzt hier so ein Weg rechts rein. Ja, was ist denn das? Black Shack Bull... Ja, das ist eine Woll... Dings, aber wieso kann ich die nicht anziehen? Da. Kann ich jetzt so machen? Kann ich dann... Ach, jetzt geht's. Wie viele Slots hat die? 4? Was hat die Jacke? 6, ne? Nee, auch 4? Dann behalte ja. Ich mal die Wolljacke. Die ist jetzt schon Military Base drin, oder was? Oder? Nee, mach ich nicht. Ja, ja, ich bin drin. Ich habe hier das Hoch raus, was ich hier tue. Und hier werden diesen Zombies extrem aggressiv und das nicht meiner, bei meinetwegen. Oh Gott. Ja, oh, so da. Ich glaube, hier ist jemand in der Gegend. Bleib Dev! Ich suche dir zu helfen, ich habe eine Shotgun. Mit der kann man 2 Kilometer weit schießen. Okay. Ey. Lauf den Berg schneller hoch. Oh, ich könnte brechen. Ins Essen. Ins Essen könnte er brechen, sagt er. Ja, ja. Ich hab Handschellen, vielleicht können wir jemanden fesseln und den endlich mal vergewaltigen. Das fehlt uns. Rico, das ist strafbar, sowas machen wir nicht. Nicht, okay. Also fesseln schon, aber nicht das böse F-Wort. Also, ich würde nicht sagen, aber vergewaltigen mit einem V geschrieben. Ich meine das andere so, böse F-Wort. Das richtige böse F-Wort. Hast du ja. Ich stelle mich mit ans Fenster, oh mein Gott. Warum sind die Zombies jetzt so, warum haben die so rumgebrüllt? Weil die wissen, dass ich komme und die Angst haben. Ja, vielleicht, aber ich würde sagen, ich habe keine Schritte gehört. Meine waren es noch nicht. Kann auch sein, ich bin einfach nur schlicht und ergreifend paranoid. Das kann sein. Ja. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Gut. Oh, Munition für eine Waffe, die ich nicht besitze. Einfach mal mitnehmen. Alter, ich brauche entweder ein leeres Magazin für diese verdammte Pistole oder Revolvermuni, damit ich mal was Ordentliches hab. Ich hab nix, ich hab eine Pistole mit Einzelschuss und ein Gewehr mit Einzelschuss. Und das Gewehr ist noch nicht mal richtig ein Gewehr, das ist... Weiß ich nicht, aus dem Ü-Ei, glaube ich, zusammengestellt. Boah, ich hab Schiffs hier drin. Der was langkuschen in dem Kranken? Ist das ein Krankenhaus? Ich glaube. Also. Ja, ja müsst, also? Ihr müssen Leute auch sein, weil ganz ehrlich, bei der Anzahl von Spielern in der Ecke, diese Military Base, die Leute gehen ja hin. Also ich habe bis jetzt noch nicht einen Menschen gesehen. Ich habe nur gehört, ich habe Schüsse gehört ständig. Ich habe Zombies gesehen und so, aber die haben mich alle ignoriert gekonnt. Okay. Die wollten nix. Mein Blut war nicht süß genug. Das ist bitter. Ja, naja. Ja. Nimm die Waffe in die Hand, du Scheiß-Typ. I feel damp. Na. Ich fühle mich so feucht. Boah, Bluttest-Kit, scheiße. Ich dachte gerade, das wäre ein Starter-Kit, ein richtiges. Was ist denn jetzt Punkt 22 Round? Was ist denn das jetzt schon wieder? Für welche Waffe ist das schon wieder jetzt? Kann ich aber nicht hier reindrücken, ne? Das ist denn jetzt schon wieder I am completely soaking. Da ist ein Fitter. Weiß ich jetzt auch nicht. Scheiße, wenn man Englisch so schlecht kann. Sollten wir Englischkurs belegen, Rico. Ja. Am Highschool College. Am Highschool College. Comic. Aber auch nur das DZ-Englisch. Also es gibt ja dann so, wisst ihr, es gibt ja das kaufmännische Englisch, es gibt ja das, weiß ich nicht, Blabla-Englisch, es gibt ja verschiedene Arten, die man lernen kann. Business-Englisch müsste ich mal noch machen, also. Was wir brauchen, ist das DZ-Survival-Englisch. Ja, genau. Ein friendly, so Kurs 1 ist. mit russischen Akzenten, ist. Ja. I'm friendly. I'm friendly. Not shoot, please, not shoot. Ja, du als Osteuropäer kannst das natürlich. Das ist Quatsch. Also, wie weit bist du? Wie lange brauchst du noch bisher? Ich bin ja noch auf so einem Tower gerade und ich bin relativ defensiv.
Ich müsste gleich eigentlich da sein, rein theoretisch. Ich überlege, ob ich mich kurz auslocke, weil ich muss sehen, wie er fährt und ich nicht einfach aufkommen. Nee, dann mach da kurz Pause. Gut, dann machen wir kurz eine Pause an der Stelle und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn Boom auch da ist. Du kannst übrigens, du kennst auch das große Gebäude, was auch in Tscherno und so ist, dieses mehrstöckige große. Aha. Da bin ich drin in dem, ganz oben im Tower, das was, wo die Leiter hochführt. Falls okay, wenn ich's finde, ja. Wenn ich's... Gut, also Cut, bis gleich. Wo bin ich? Nicht im Tower? Nicht so? Okay, alles klar. Oh, hier unten. Oh mein Gott, ich will wieder hoch. So, da sind wir wieder zurück. Wir sind ein bisschen weiter unter. Oh, Rauschen. Hallo, wo bin ich? Wir sind ein bisschen Hallo? Weiter unten gespawnt. Hier hängt jetzt hier. Und das Wetter ist schöner, oder? Wetter ist wunderbar. Und ich bin nicht damp und nix. Oh, ist das schön. Kommt gleich wieder. Das wird gleich aktualisiert, weil ich kann jetzt auch keine... Oder kann ich? Doch, ich kann Türen und öffnen und schließen. Jetzt kann ich auch die Waffe nehmen. Wir gucken, ob du jetzt damp bist. Nö. Nee, okay. Was für... Schön. Bestes Leben. Ja. Achso, ich will dir die Tür zumachen. Ja, gehen wir das vierte Mal. Ach, gehen wir jetzt das vierte Mal hier durch? Na, warten wir auf Boden, dann gehen wir hier nochmal durch. Mal kurz auf mich. Naja, und dann gehen wir die Baracken durch. Ich hätte gern echt noch irgendwie sowas wie ein Starter-Kit oder sowas. Also, wenn da unten ist eine Ortschaft. Was auch ist, ist ein Krankenhaus hier vielleicht. Wenn wir da mal fündig. Krankenhaus, ein richtiges Krankenhaus. Mhm. Also Military Base war ich noch gar nicht da drin. Okay. Überhaupt noch nicht. Du warst schon mal dort, ne? Ja. Was brauche ich? Starter Kit und? Saline Back. Ach, Saline Back war das. Hab ich alles nicht. Saline Barke. Ich könnte Saline Barke anbieten. Oh, ich habe ein Starter Kit. Könnten wir kombinieren. Das wäre gut. Hm. Schön, dass es nicht regnet. Ich hoffe, dass ich jetzt hier richtig bin. Jetzt fühle ich mich, als wäre ich eine halbe Ewigkeit unterwegs. Drüben ist Meer oder was? Hm. Eine Clownsmaske. Aber der Klaus-Maske wirkt man instant so aggressiv irgendwie, ich weiß nicht. Nee, ich will die nicht. Ich krieg die eh nicht. Was ist denn hier ein Kopftuch? Ja, das ist alles so eine Scheiße, die hier rumliegt. Oh, was hier? Oh, Pumpenmuni oder was? Ach, das ist sowas nicht. Hier ist eine Straße, jetzt laufe ich an der Straße einfach mal lang. Mal sehen, was mir das anzeigt, wo ich hier rauskomme. An der Straße muss da irgendwann mal was sein, wo mir sagt, wo ich hinkomme. 10 Bounce, 0-0 Bucket, 12. Bucket? Box of 0-0 Bucks. Ach, was weiß denn ich? Keine Ahnung, was weiß, das ist. Weiß der Geier oder weiß das nicht? Wahrscheinlich nicht, ne. Geht ein Haus an der Straße. Jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Das ist uncool. Zumal ich auf das Zeug angewiesen bin, die auf Back und so. Ich glaube, ich gehe hoch in den Turm, weil da kann mich nicht von hinten erstmal überraschen. Sind wir nochmal hier, wo wir uns von ausgelockt haben. Müssen wir halt ein bisschen rumlamen und rumcampen gerade, tut mir ja leid, aber ich habe echt keinen Bock jetzt hier noch zu verrecken, zumal quasi Lebensenergie unterwegs ist. Ist nochmal ein Zoll. Ich versuche, bin ja hoffentlich bald da. Bin nochmal gespannt, wo ich jetzt hier rauskomme. Antibiotika, die will ich haben. Antibiotika. Nicht konsumieren, nein, auf Fahrt gezeigt, die gefressen. Aber ich könnte jetzt auf der richtigen Straße sein. Okay. Neset zweimal, das behebe ich mal auf. Ach, dreimal habe ich es mittlerweile schon, oder was? Neset? Alles klar, Kind, Neset, das ist Pistolenmunition, bin ich blöd. Ich dachte, das sind Nähschachteln. Sieht ja fast gleich aus. Pack sie da ein. Bist du an der Hauptstraße lang gelaufen, an der Military Base oder was? Ja, von Kamenka die Hauptstraße hoch. Die führt dich dann fast, also eigentlich direkt drauf zu, man sieht das. Dann. Was ist das jetzt für Muni? 7,6 Roma 51 mm ist wahrscheinlich nicht die. Natürlich nicht. Das ist auch nicht, glaube ich, die. Das ist schon wieder was anderes.
Ach, und die Muni übrigens, die ich hier habe, diese komische, wo ich mich gefragt habe, Punkt 22 Round ist für mein komisches Kackgewehr hier um. Ach so. Ja. Ein Kackgewehr. Das ist ein Kackgewehr. Ich habe hier ständig rote Verbindung. Ja, habe ich auch gerade. Ganz schön nervig. Noch kann ich normal interagieren. Dann müsste ich doch das... oder sehen. Ich habe hier kaum Überblick von dem Tower aus. Die Fenster sind scheiße gebaut hier. Und die Bäume sind blöd gepflanzt. Weißt du? Das ist der Gärtner und der Architekt schuld. Dass ich jetzt hier nicht richtig gucken kann. Ich könnte ja echt... Oh, ich bin ja durch heute. Was denn? Wisst ihr, wo ich bin? Ja, das... Du musst da irgendwo irgendwas haben, wo du hingehen kannst, wo du dann als Eingang stehst. Na, ich war gerade an der Küste. Jetzt laufe ich hier nordwärts und finde hier eine Straße, aber keine Häuser. Und ja, das ist vielleicht die, weil die eine Straße, die da hochführt, die ist... Ja, aber die kommt, auf die kommst du nur von Kamenka aus jetzt. Ich weiß nicht, welche Straße du jetzt hochgelaufen bist. Ja, das hier müsste... Ich glaube, ich gehe gleich schon mal los, weil das ist sonst ein bisschen langweilig auch für die Zuschauer. Oder eine Aufnahmepause wird. Naja, aber ich habe keine Zeit mehr, ne? Ich habe nur eine halbe Stunde jetzt bloß noch. Sonst mache ich ja und so. Nö, ja, ich schieße dann auf alles, was sich bewegt. Falls ich mal ankomme. Oh, hier vorne ist ein Schild. Mal an dem Schild. Was steht drauf? Ja, lass mal hinkommen. Was steht drauf? Was steht drauf? Komm. Hier steht drauf. Ein Ort mit drei Buchstaben. Und. Ich hab einen Verdacht. Ein Ort mit drei Buchstaben, warte mal. Komorowo sind 2 Kilometer nach unten. Und N-A. Ein Ort mit drei Buchstaben, da kenne ich nur. Ein, da ist es. Das ist MTA oder wie das heißt. Das finde ich es nicht. Nee, Rock gibt es auch noch, aber das ist alles MSTA und die sind 4 Buchstaben, das ist Quatsch. Oder ist das Kyrillische mit rein? Ja, Kyrillisch mit 3. Nee, ist auf 4. Ein Ort mit 3 Buchstaben. Wie viel mal Stadtname Fluss? Genau. Jetzt hier wahrscheinlich. Find ich, kann ich nicht helfen. Nanaboya. Genau, da bin ich jetzt da und dann müsste ich jetzt hier. Wo bist du? Hier gerade durch. Ich bin rechts von der Military Base. Du bist links von der Military Base. Oder rechts, kartentechnisch betrachtet. Rechts? Achso, nichts. Rechts. Doch, an dem gelben Punkt. Military so. Base? An dem gelben Punkt, an dem Abzweig bin ich jetzt. Ah, cool. Dann kommst du quasi von, wenn ich mal gucke, von Osten. Von da. Irgendwo, ja. Hoffe ich. Also ich laufe jetzt hier durch den... Dann warte ich doch noch kurz. Leute, dann bleiben wir hier mal kurz liegen. Tut mir leid für die... Durch das Waldstück? Tut mir leid für die Shooter unter euch, jetzt hier unbedingt. Ich bekomme SMS. Und dann müsste ich ja hier da sein. Warte mal, ich kann mich aber nicht so dünn, dass ich auch was von da ist es. Er sieht es, sagt er. Da ist es. Ich sehe Zäune. Und Bäume. Zäune und Bäume. So, nehmen wir mal ein Schießgewehr in der Hand. Ja. Und dann sagen wir mal, wo wir uns treffen wollen. Wir könnten uns... Komm, jetzt mal rein. Mal einen Eingang treffen. Erfinden. Hier ist ja dieses nicht zu übersehende eine Hochhaus. Also Hochhaus sage ich schon, dieses... Mit diesen mehreren Fluren und dieses Arbeitsamt hier. Weiß ich, was das ist. Nicht das Krankenhaus, sondern dieses Arbeitsamt. Ja, das da muss ich erstmal finden. Okay. In der Zwischenzeit bin ich in der Weltgeschichte rum. Am Krankenhaus oder sowas bin ich hier, glaube ich, gerade. Ja, das von da aus, wenn du da bist, siehst du eigentlich auch das Haus. Das ist ja, das Gebiet ist jetzt echt nicht groß, ja. Eine coole Deathmatch-Map hier eigentlich. So an sich so just for fun hier, so 4 gegen 4, 3 gegen 3, irgendwie sowas. Oder echt? SD? TDM. Ja. Hier ist ja nochmal eine Mauer und nach dem Zaun, ist ja auch dumm. Ich hab
Schiss, dass ich da durchglitschen. Muss erstmal einen Eingang finden. Jetzt unten rein. Da einmal hinlegen. Okay. Geh doch mal hin. Da oben sind die Baracken. Es geht ja noch da hoch. Kriecht er nicht hier durch, oder was? Ach, dann sind wir fast an derselben Stelle, oder es gibt mehrere davon. Ich konnte auch nicht durchkriechen an einer Stelle. Jetzt. Ja, oh, tatsächlich, du kommst genau aus derselben. Ich bin vor dir oben auf dem Dach. Ach, da, da bist genau, du schon da auch. Durchgekrochen. Okay. Ich komm leider runter, kommst du, einfach mal rum. Bin da. Oh oh. Ich bin tot. Ich hab die Gleiterinteraktion gemacht und der glitscht durch die Leiter durch und fällt einfach runter. Alter. Du liegst oben auf der Leiter. Oben drauf liegst du. Oben drauf, natürlich. Während ich runterfalle und tot bin, wieso. Das ist ja nur ein Spiel. Ich schreck mich ja nicht auf. Das ist okay, kann ja passieren, mein Gott. Ist ja nicht so, wie ich das letzte Mal durch einen Herzinfarkt gestorben bin und jetzt durch, weil ich meinen Kopf an der Leiter stoße oder keine Ahnung. Hier steht noch unten, dass ich mir die Knochen gebrochen habe. Aber. Okay. Soll ich dir helfen? Ja, unbedingt. Ein Defibrillator wäre jetzt nicht schlecht, Morphin wäre nicht schlecht, Epipen wäre nicht schlecht, Bandagen wahrscheinlich, dann Salinebeck. Aber in 10 Sekunden spawne ich auch neu. Ist das ärgerlich? Scheiße.